Am Ende von Episode 3 sehen wir Obi-Wan gegen Darth Vader auf Mustafa kämpfen. Dabei schlagen sie sich durch ein Gebäude, das auch schon die Separatisten als Basis genutzt hatten. Doch was war das eigentlich für ein Gebäude? Und warum wurde das überhaupt auf diesem mit Lava verseuchten Planeten gebaut? Genau darum geht es heute in diesem Video. Um das zu verstehen, ist zunächst einmal das Wissen wichtig, dass Mustafa zwar eine starke vulkanische Aktivität besaß und Lava auf dessen Oberfläche floss, dass dies aber den Planeten gleichzeitig auch relativ wertvoll machte. In dieser Lava flossen viele wertvolle Mineralien und Erze, die von den einheimischen Mustafarianern aufgefangen und verarbeitet wurden. Im Laufe der Jahrtausende entwickelten diese ein sehr strenges System daraus. Die Südmustafarianer, die kleiner waren und dickere Haut hatten, waren die Arbeiter, die die wertvollen Stoffe aus der Lava gewannen, und die Nordmustafarianer, die größer waren, bildeten die Oberschicht und die Krieger der Spezies. Aufgrund der reichen Ressourcen des Planeten wollten auch viele Gruppierungen außerhalb Mustafas ein Stück vom Kuchen abhaben, weshalb die Mustafarianer einen Deal mit der Techno-Union eingingen. Diese baute dann viele verschiedene Gebäude auf dem Planeten, die als Standort für verschiedene Bergbau- und Raffinerieoperationen genutzt werden sollten. So auch das Gebäude, was wir in Episode 3 sehen. Der Name des Gebäudes steht nicht zu 100% fest, da es in verschiedenen Quellen unterschiedlich genannt wird. Der prominenteste Name ist jedoch Kleggerkorp Mining Facility, wobei Kleggerkorp ein Subunternehmen der Techno-Union war. Wie man hier an dem Bild sehen kann, liefen an der Außenseite des Gebäudes mehrere Lavaströme entlang, die dann weiter unten aufgefangen wurden. Und weiter rechts in dem Gebäude fand der Raffinierungsprozess der aufgefangenen Stoffe statt. Und das ist die kanonische Erklärung für dieses Gebäude. In Legends geht sie allerdings noch ein Stück weiter. Hier nutzte die Techno-Union den Standort Mustafa nicht nur, um neue Ressourcen zu gewinnen, sondern auch, um sich in den Klonkriegen abzusichern. Denn in genau diesem Gebäude ließ die Techno-Union in Legends auch eine geheime Droidenfabrik bauen, die im Notfall genutzt werden konnte. Während den Klonkriegen produzierte diese Fabrik zwar nie Droiden, aber Jahre nach der Order 66 begab sich ein geonosianischer Anführer zu dem Planeten, der sich gegen das Imperium wehren wollte und fing dort mit seiner eigenen Droidenproduktion an. Aber noch bevor dies eine richtige Droidenrebellion werden konnte, wurde sie dann kurze Zeit später von der 501. brutal niedergeschlagen. Und das war auch schon die Geschichte dieses Gebäudes auf Mustafa. Was sagt ihr? Habt ihr noch weitere Themen, Charaktere oder Gebäude, die in den Star Wars Filmen aufgetaucht sind, die ich mal näher erklären soll? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega freuen, wenn ihr mir ein Like und ein Abo dalasst. Und wenn ihr jetzt auch noch wissen wollt, wofür eigentlich diese roten Türen im Raum am Ende von Episode 1 waren, schaut mal hier in das Video rein. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein.